Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir werden uns heute einmal darüber unterhalten, was tust du, wenn Kunden unzufrieden sind, wie gehst du damit um und wie kannst du vielleicht sogar einen unzufriedenen Kunden wieder in einen Kunden verwandeln, der dich weiterempfiehlt. Viel Spaß dabei. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe heute wieder meinen Kollegen Saad mitgebracht und ja, wir werden heute über das Thema sprechen, unzufriedene Kundschaft. Also ich denke, jeder, der Unternehmer ist oder im unternehmerischen Leben irgendwie unterwegs ist, wird das Thema kennen. Man hat früher oder später mal einen Kunden, der ist nicht zufrieden mit dem, was man abgeliefert hat. Das ist völlig normal, das ist auch erstmal nicht schlimm. Und man muss sich natürlich die Frage stellen, okay, was tue ich jetzt dagegen oder wie gehe ich überhaupt vor, was mache ich dagegen? Und der erste Tipp, den du auf jeden Fall schon mal mitnehmen solltest von uns, ist, dir überhaupt mal einen Prozess dafür zu überlegen. Ja, weil das Problem ist immer, was ich auch ganz, ganz häufig höre, es wird jedes Mal irgendwie anders vorgegangen. Natürlich versucht man irgendwie das Problem zu lösen, aber Schritt Nummer eins ist, mach dir mal klar, okay, was für Schritte gehst du jedes Mal durch. Und wir können dir heute so ein paar Schritte an die Hand geben, die auf jeden Fall sinnvoll sind, die du machen solltest. Aber Regel Nummer eins ist auf jeden Fall, schreib dir es auch gerne runter. Ja, Kunde ist unzufrieden, hat eine Beschwerde eingereicht. Das ist das Erste, was ich mache, das Zweite, das Dritte, das Vierte. Das Erste, was sinnvoll ist, ist erstmal mit dem Kunden in Kontakt treten. Am besten telefonisch, weil dann hat man die Möglichkeit, direkt auf den Kunden einzugehen. Genau. Und was du erstmal machen solltest und das ganz ohne irgendwelche Einschränkungen, zeigt dem Kunden Verständnis. Ja. Egal, welche Kritik er dir bringt, ob die jetzt im ersten Moment mal berechtigt ist oder unberechtigt, musst du dir halt vorstellen, im allerschlimmsten Fall ruft die Person dich halt an und ist vielleicht wütend, wird vielleicht sogar laut, wenn es ganz schlecht läuft. Und das Erste, was du halt machst, ist Verständnis zu zeigen. Ja, ganz einfach, du sagst, okay, du kannst den Kunden verstehen. Wenn man Rollen tauschen würde, würde man wahrscheinlich genauso handeln. Geht einfach nur darum, dass du dem Kunden so ein bisschen, ich sag mal, den Wind aus den Segeln nimmst natürlich auch und, ich sag mal, die Grundlage schaffst für ein vernünftiges Gespräch. Ja. So, hast du dazu noch irgendwas zu sagen erstmal? Nö, ja. Also das Wichtigste eigentlich gesagt. Eigentlich nur zusammengefasst alles, was ist eigentlich los, wie ist die Situation, sich alles anhören. Und das Erste wollte ich kurz ergänzen. Ja, man kann ja einfach eine Checkliste für so ein Feedbackgespräch. Ja, ja. Genau. Also Kunde ruft an, Checkliste. Vorfertigen, so dass immer dieselben standardisierten Fragen gestellt werden, dann bist du dir sicher, jeder Kunde wird gleich abgearbeitet. Mhm. Ja, perfekt. Wenn du das geschafft hast, also ich sag mal, wenn du das Gespräch erstmal auf eine Ebene gebracht hast, wo man sich auch wirklich unterhalten kann, ne, wo man jetzt nicht mehr irgendwie Argumente hin und her schmeißt, warum was nicht funktioniert hat, dann geht es in die nächste Phase und zwar geht es dann darum, natürlich eine Lösung überhaupt mal zu entwickeln. Also erstmal zu gucken, okay, ist die Kritik da berechtigt, die der Kunde hat und kann ich dafür eine Lösung anbieten? Jetzt muss man natürlich gucken, okay, in welchem Bereich ist man, vielleicht war die Montage nicht so wie gewünscht, vielleicht läuft bei dem Terrassendach irgendwo Regenwasser oder so an der Hauswand runter, das kann ja passieren. Dann muss man sich natürlich dafür eine Lösung ausdenken. Ist erstmal relativ simpel, jetzt wenn wir bei dem Beispiel bleiben, sagst du, gut, ich schicke die Monteure nochmal raus, die kümmern sich darum, die bauen da von mir aus eine Dichtung ein oder ziehen das Ganze nach, wie auch immer. Aber guck erstmal, dass du dem Kunden schnellstmöglich eine Lösung für das Problem gibst. Eigentlich ganz simpel. Und dann hast du die Chance, also erstmal gucken natürlich, dass der Kunde dann zufrieden ist mit dem Ganzen. Und dann hast du die Chance, das ist vielleicht nochmal so ein extra Tipp, den man geben kann, versuch dem Kunden irgendwas oben drauf zu geben. Weil du musst dir vorstellen, du hast jetzt den Kunden, ich sag mal von, wenn wir jetzt so eine emotionale Skala hätten, hast du ihn von einem Minusbereich vielleicht neutral wiedergebracht. Also er ist ja da, wo er dachte, dass er ist, wenn er normal bei dir kaufen würde. Und jetzt kannst du die Chance eben nutzen und nochmal irgendwas on top geben. So, ich kann dir vielleicht ein Beispiel geben bei uns aus dem Alltagsleben. Wir hatten auch einen Kunden, der hat bei uns Neukunden gebucht und da lief auch irgendwas schief. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau, was es war. Ich habe das Gespräch mit dem Kunden geführt und wir haben uns auch eine Lösung einfallen lassen für genau dieses Problem eben. Und ich hatte dann parallel auf der Webseite von dem Kunden nochmal geguckt, okay, gibt es irgendetwas sonst, wo wir ihn gerade vielleicht nochmal kurzfristig unterstützen könnten? Und ich habe dann gesehen, gut, der Kunde sucht aktuell Mitarbeiter. So, er hatte bei uns nur eine Neukundenkampagne gebucht. Und ich habe dann gesagt, hey, pass auf, wir haben jetzt das Problem hier erstmal gelöst für dich. Weil das hier zu blöde lief, will ich mir natürlich irgendwie, oder wollen wir uns irgendwo erkenntlich zeigen, wie sieht's denn aus? Sollen wir mal vielleicht für diesen Bereich eine Mitarbeiterkampagne schalten? Und das hat der Kunde erstmal dankend entgegengenommen. Du hast wirklich gemerkt, eigentlich von Minute zu Minute, Nach 10 Minuten, der Kunde war wirklich sauer, hat angerufen. Nach 10 Minuten war der Kunde so, ja, alles eigentlich cool, alles happy. Hat sich sogar noch entschuldigt dafür, dass er sich so aufgeregt hat. Und das schaffst du eben, indem du ihm da mehr gibst, als er im ersten Moment erwartet. Soweit, glaube ich, erstmal nachvollziehbar, oder? Was meinst du dazu? Ja, das Thema ist natürlich spannend, dieses, sie rufen an und lassen erstmal alles raus. Ja? Nur nochmal, ich glaube, das passt auch zu dem Ersten, was du gesagt hast. Kunde ruft an und vielleicht ist es wirklich ein sehr, sehr schlechter Montag einfach. Deswegen nochmal einfach alles rauslassen und lösungsorientiert arbeiten. Ja? Mit ihm gemeinsam eine Lösung finden und nicht irgendwie versuchen auszuweichen, dem, was er sagt. Ne? Ja. Also wirklich auch auf seine Probleme richtig eingehen,
und ihm zuhören und auch Luft rauslassen, ja. bis er alles rausgelassen hat. Und weil dann kann man meistens auf so einer sachlichen Ebene zusammenarbeiten. Ja, ja. Ja, ist ein ganz wichtiger Punkt. Also letzten Endes ist es auch erstmal egal, ob der Kunde recht hat oder nicht. Genau. Gib ihm einfach erstmal recht. Ja, ich meine, wir kennen das alle. Manchmal ruft dich wirklich jemand an, unberechtigterweise. Ist vielleicht im schlimmsten Fall sogar ein bisschen ausfallend. Und dann ist es wirklich so, gib dem Kunden einfach erstmal recht. Ich meine, du wirst es in dem Moment eh nicht lösen können, ja, weil der Kunde ist, wie man so schön sagt, auf 180. Ja. Und gib ihm erstmal recht und du wirst merken, allein dadurch kriegst du den Kunden ganz schnell wieder in eine Position, wo er vielleicht selber sagt, hey, pass auf, war nicht so gemein, schick einfach nochmal die Monteure raus und dann ist das Thema gegessen. Und dann kriegst du wirklich hin, ich sag mal, 90% aller negativen Kunden erstmal umzuwandeln in positive Kunden. Wenn du jetzt noch einen drauflegen möchtest, dann kannst du Folgendes machen, und zwar, du setzt dir nochmal einen Termin für sogenanntes Follow-up. Also du rufst vielleicht 2 Wochen später nochmal an, 3 Wochen, 4 Wochen, je nachdem, wie aufwendig denn beispielsweise die Reparatur ist. Und dann fragst du den Kunden, hey, wir haben jetzt das und das gemacht, ist denn jetzt alles so, wie du es dir vorgestellt hast? Und wenn du dir mal selber überlegst, so bei den, ich sag mal, Unternehmen, wo du jetzt Kunde warst in der Vergangenheit und vielleicht selber auch mal unzufrieden warst, wie oft ist dir das passiert? Also wie oft hast du, nachdem du deine Beschwerde geäußert hast, 4 Wochen später einen Anruf bekommen, wo jemand gesagt hat, hey, wir hatten da und da die Beschwerde, wir haben die und die Lösung für dich entwickelt. Ist denn jetzt alles zu deiner Zufriedenheit? Also bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ganz, ganz wichtiger Punkt, einfach nachhaken. Also mir ist ja selber fast, glaube ich, noch nie passiert, dass mich mal jemand angerufen hat, hey, wir haben jetzt die und die Lösung für dich entwickelt, läuft jetzt alles so, wie du es dir vorgestellt hast. Und dadurch kriegst du es halt wirklich hin, auch einen neutralen Kunden oder einen leicht positiven bestimmten Kunden wirklich wieder in den Fan zu verwandeln. Weil du signalisierst halt, hey, du bist jetzt nicht mehr unzufrieden, aber ich kümmere mich trotzdem um dich, logischerweise. Genau. Und das schaffst du halt durch ein einfaches Telefonat, muss ja auch nichts Aufwendiges sein. Meistens sagt der Kunde ja eben gut, ja, ist alles gut und wunderbar, passt soweit. Aber dann hast du den Kunden wirklich wieder für dich gewonnen. Und das Ganze ist halt ein Zyklus von ja, vielleicht 3 bis 4 Wochen, 1, 2 Telefonate, die du führen musst. Aber du kannst dadurch einen ganz, ganz großen Impact beim Kunden eben hinterlassen, weil es ist, sag ich mal, relativ schwierig oder aufwendig, jetzt einen normalen Kunden wirklich in einen Fan zu verwandeln. Wenn wirklich jemand unzufrieden ist und du hast dafür eine gute Lösung, dann ist es relativ simpel, jemanden in wirklich einen Fan zu verwandeln. Und man muss dir halt auch vor Augen halten, eine Beschwerde oder eine Kritik oder irgendwie sonst was, das ist ja nicht per se erstmal was gegen dich oder dein Unternehmen, sondern in erster Linie ist das ein Wunsch, den der Kunde vielleicht hatte oder irgendwie eine nicht erfüllte Erwartung. Und du kannst das Ganze vielleicht sogar, ich sag mal, dankend annehmen, weil vielleicht ist das auch der erste Kunde, der es nur äußert. Nicht der erste Kunde, der es gedacht hat, aber der erste Kunde, der es dir gegenüber äußert. Vielleicht, ganz wichtiger Punkt. Vielleicht ist es ja schon 10 Mal passiert bei anderen Kunden, aber er ist der Erste, der es sagt. Das heißt, du kannst ihm wirklich dankbar dafür sein und vielleicht, wenn es ein berechtigtes Problem ist, nachhaltig eine Lösung schaffen, dass das auch nicht bei anderen Kunden passiert. Und ja, ich denke mal, mit den Tipps kann man da erstmal relativ nüchtern rangehen, dann gemeinsam eine Lösung entwickeln, dann vielleicht nochmal nachfassen und dann bist du eigentlich mit fast jedem Kunden da auf einer grünen Spur, wenn es denn irgendeine Beschwerde in irgendeiner Form gab. Klasse gesagt. Klasse gesagt. Vielen Dank. Dann hoffe ich, du konntest hier einiges mitnehmen. Wenn du weitere Videos nicht verpassen möchtest, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, diesen Kanal zu abonnieren. Aktiviere uns bei den Benachrichtigungen, guck dir die weiteren Videos an und nimm einfach bei jedem Video irgendwas mit, setz das um. Und dann viel Spaß beim nächsten Video.